Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Kemp, guten Tag. Guten Tag, Herr Kemp. Hier ist Frau Axoy. Guten Tag, Frau Axoy. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich fahre nächste Woche nach Berlin. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in meiner Wohnung wieder die Blumen gießen können. Klar, mache ich. Fliegen Sie nach Berlin? Nein, das ist mir zu teuer. Ich fahre mit dem Zug. Wann geht es denn los? Soll ich Sie mit dem Auto zum Bahnhof bringen? Kemp, guten Tag. Guten Tag, Herr Kemp. Hier ist Frau Axoy. Guten Tag, Frau Axoy. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich fahre nächste Woche nach Berlin. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in meiner Wohnung wieder die Blumen gießen können. Klar, mache ich. Fliegen Sie nach Berlin? Nein, das ist mir zu teuer. Ich fahre mit dem Zug. Wann geht es denn los? Soll ich Sie mit dem Auto zum Bahnhof bringen? Nummer 2. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe einen Termin beim Jugendamt, bei Herrn Berg. Herr Berg hat... Warten Sie einen Augenblick, ich schaue in meiner Liste nach. Der hat Zimmer 523 im fünften Stock. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gleich links. Dankeschön. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe einen Termin beim Jugendamt, bei Herrn Berg. Herr Berg hat... Warten Sie einen Augenblick, ich schaue in meiner Liste nach. Der hat Zimmer 523 im fünften Stock. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gleich links. Dankeschön. Bitte. Nummer 3. Guten Tag. Ich brauche ein neues Passbild. Wie viel kostet das bei Ihnen? Brauchen Sie das Bild für den Ausweis oder für die Arbeit? Für den neuen Ausweis. In Schwarz-Weiß kosten 3 Stück 10 Euro. In Farbe 3 Stück 17 Euro. In Farbe 17 und in Schwarz-Weiß 10 Euro. Genau. Im Fenster haben Sie ein Sonderangebot. 5 Farbbilder für 12 Euro. Das sind aber keine Passbilder. Ach so. Guten Tag. Ich brauche ein neues Passbild. Wie viel kostet das bei Ihnen? Brauchen Sie das Bild für den Ausweis oder für die Arbeit? Für den neuen Ausweis. In Schwarz-Weiß kosten 3 Stück 10 Euro. In Farbe 3 Stück 17 Euro. In Farbe 17
und in Schwarz-Weiß 10 Euro. Genau. Im Fenster haben Sie ein Sonderangebot. 5 Farbbilder für 12 Euro. Das sind aber keine Passbilder. Ach so. Nummer 4. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Kochbuch. Deutsche Küche. Die Kochbücher finden Sie zwischen den Reisebüchern und den Schulbüchern. Aha, zwischen den Reise- und den Schulbüchern. Genau. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Kochbuch. Deutsche Küche. Die Kochbücher finden Sie zwischen den Reisebüchern und den Schulbüchern. Aha, zwischen den Reise- und den Schulbüchern. Genau. Danke. Nummer 5. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Ja, warten Sie. Es ist gleich 2:30. Gleich 2:30? Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Ja, warten Sie. Es ist gleich 2:30. Gleich 2:30. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen. Nummer 6. Guten Tag. Ich möchte mich für einen Englischkurs anmelden. Für welchen Kurs genau? Für den Kurs E3268. Wie ist bitte Ihr Familienname? Böhme. Können Sie das bitte buchstabieren? B-Ö-H-M-E. Ich wiederhole, B-Ö-H-M-E. Und wie ist Ihr Vorname? Guten Tag, ich möchte mich für einen Englischkurs anmelden. Für welchen Kurs genau? Für den Kurs E3268. Wie ist bitte Ihr Familienname? Böhme. Können Sie das bitte buchstabieren? B-Ö-H-M-E. Ich wiederhole, B-Ö-H-M-E. Und wie ist Ihr Vorname? Hören 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Sehr geehrte Damen und Herren, auf Gleis 4. Der ICE 577 nach Stuttgart fährt heute ausnahmsweise von Gleis 3. Ich wiederhole. Der Zug nach Stuttgart fährt heute von Gleis 3. Auf Gleis 4 fährt jetzt ein der verspätete ICE nach Amsterdam. Abfahrt 12.45 Uhr. Nummer 7. Herr Simon Kurz, bitte kommen Sie sofort zum Ausgang. Ihr Sohn Max wartet hier auf Sie. Herr Simon Kurz, bitte kommen Sie zum Ausgang. Nummer 8. Sehr geehrte Damen und Herren, der Flug LH4320 nach Brüssel ist jetzt zum Einsteigen bereit. Beim Einsteigen muss unser Servicepersonal auch nochmals Ihren Reisepass kontrollieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 9.
Liebe Fahrgäste, wir kommen jetzt gleich zur Raststätte Allgäuer Tor. Wir machen hier nur eine kurze Pause. Sie können natürlich kurz aussteigen, aber alle sind bitte um 10.40 Uhr wieder im Bus. Wir möchten pünktlich weiterfahren. Dankeschön. Nummer 10. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Bitte gehen Sie gleich zur Kasse. Morgen haben wir wie immer von 8 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Dankeschön und guten Abend. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Nummer 12. Hallo Sandra, hier ist Katja. Du, ich kann heute nicht. Ich muss dringend mit Lukas zum Arzt. Hast du nächste Woche am Montag Zeit? Ruf mich bitte zurück. Tschüss. Hallo Sandra, hier ist Katja. Du, ich kann heute nicht. Ich muss dringend mit Lukas zum Arzt. Hast du nächste Woche am Montag Zeit? Ruf mich bitte zurück. Tschüss. Nummer 13. Die gewünschte Rufnummer lautet 255-277. Ich wiederhole, 255. Die gewünschte Rufnummer lautet 255-277. Ich wiederhole, 255. Nummer 14. Guten Tag, hier ist die Arztpraxis Dr. Hille. Wir sind bis zum 3. September in Urlaub. Die Vertretung übernimmt Herr Dr. Jakob. Telefon 069-7544-332. In dringenden Fällen rufen Sie den örtlichen Notdienst an. Guten Tag, hier ist die Arztpraxis Dr. Hille. Wir sind bis zum 3. September in Urlaub. Die Vertretung übernimmt Herr Dr. Jakob. Telefon 069-7544-332. In dringenden Fällen rufen Sie den örtlichen Notdienst an. Nummer 15. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi.
Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 Euro. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi. Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 Euro. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören.